Das Konzept von Sun Farming ist, den Boden, den die Solarmodule bedecken, doppelt zu nutzen. Diese Doppelnutzung umfasst die Nahrungsmittelproduktion wie Beerenfrüchte, Obst und sogar Wein, aber auch die ökologische Tierhaltung, Tierwohlanlagen, vor allem für Mutterkühe und ihre Kälber sowie Jungvieh, die ganzjährig draußen gehalten werden können, bringen einen großen Vorteil. Die Tiere sind ganzjährig gegen Hagel und Regen geschützt und können wohlbehütet aufwachsen. Teiltransparente Module und innovative Regenwasserverteiler sorgen für üppiges Wachstum von Gras und Kräutern unter Solar. Was Sie hier sehen, ist der Sun Farming Umbrella. Dieser wurde von uns entwickelt mit Glas-Glas-Modulen und einer speziellen Regenwasserverteilung. Unsere speziell entwickelten Umbrellas schützen Beerenfrüchte, auch Wein oder andere Pflanzen gegen Hagel und Starkregen, da diese sehr empfindlich sind. Sie ersetzen so nachhaltig und ökologisch die heutigen Folientunnel und Plastikabdeckungen. Daneben haben wir auch ein breites patentrechtlich geschütztes Regenwasserverteilsystem bei unseren Modulen entwickelt. Unsere teiltransparenten Module lassen 15-30% der Sonneneinstrahlung direkt durch. Der Rest der Strahlung für das Wachstum ist flexibles Licht. Unterhalb der Module ist die Verdunstung des Wassers aus dem Boden geringer, da die Sonne den Boden nicht so stark austrocknen kann. So sparen wir viel wertvolles Wasser. Das war, als wir vor 20 Jahren unsere Arbeit in einer trockenen Region, Afrika, begonnen haben, eine Voraussetzung. Dort ist unser Doppelnutzungskonzept essentiell. Heute sind Solar-, Tierwohl- und Beerenfrucht-Doppelnutzungskonzepte politisch gewollt. In Deutschland, Europa und weltweit. Sie garantieren gesunde, heimische Nahrungsmittel, verbunden mit sicherer Energie. In a very, very high effect.